Platz nehmen? Ja, bitte, sag mal, sag mal. Während wir uns da plagen jetzt bitte und reden, sind keine Privatgespräche, sonst verstummen wir. Ja. Entschuldigung, das wäre was. Ja, aber du machst es perfekt. Wie liegt das? Entschuldigung. Du hast viel mehr Routine wie ich. Nimm Platz bitte. Wir machen das ganz entspannt. Die Herrschaften können uns zuhören und dann. Ja, und die was auch immer, ich glaube, ich jetzt Kaffee. Also da hinten. Wir richten ein Gespräch zu den Zehrern ein. Was habt ihr gesehen? Jetzt reden wir. Jetzt reden wir. Hermann, ich hoffe, du redest viel. Ich werde wenig reden. Ich habe mir aber einige Fragen überlegt, die ich gerne an dich stellen möchte. Die erste Frage ist zu deiner Rolle und zu deiner Situation als zentraler Künstler der österreichischen Gegenwartskunst. Du bist jetzt seit einem halben Jahrhundert als Künstler tätig und vom Enfant terrible zum Aushängeschild österreichischer Kunst unter Anführungszeichen Staatskünstler transformiert. Ja, ich will nur erinnern jetzt an die große Geschichte im Wiener Burgtheater, die ich selber miterlebt habe, die großartig war. Aber ich erinnere mich auch, wie ein sehr junger, noch nicht Student, Schüler, was Student, 1974 in Prinzendorf war, da war die Situation eine andere. Ganz eine andere. Und heute, wenn ich jetzt dieses letzte Blatt der Nitsch Foundation, die es mir zugeschickt haben, Ausstellung in New York bei Leo König, bei Mike Weiss, in Museen, in St. Etienne und überall rund um die Welt, wird dein Werk hochgeschätzt. Wie kannst du mit dieser Rolle umgehen? Ich berufe mich auf die Geschichte. Es gibt Erzählungen, das sind die Impressionisten mit dem Handwagen zum Salon gefahren und wollten dort gern ausstellen, das auch nicht übersehen. Heute hängen die Impressionisten in jedem Arztwartezimmer. Also Kunst braucht Zeit, ist auch richtig so. Was neu ist, müssen nicht nur die Künstler erarbeiten, auch die Rezipienten. Das ist halt schon mal so. Und mich erstaunt das nicht, ich habe das so erwartet. Ich habe mir gedacht, meine Arbeit wird sich durchsetzen. Ich hoffe, dass es sich noch sehr viel mehr durchsetzt. Es ist ein Lernprozess für uns alle. Für die Künstler, die was Neues machen. Und für die, die Kunstbegeisterten. Auch die müssen lernen, was Neues wahrzunehmen. Was ganz selbstverständlich. Da gebe ich dir sehr, sehr recht. Und es, jede Kunst braucht einfach Auseinandersetzung, intensive Auseinandersetzung und ihre Zeit, bis sie wirklich verstanden wird. Und es gibt nur wenige Zeitgenossen, die sich wirklich darauf einlassen und auch das notwendige Verständnis dafür aufbringen. Aber weil ich es vorhin kurz erwähnt habe, Prinzendorf, eben 74 oder 75, ich weiß nicht mehr genau, das erste Mal da. Und dann immer wieder wiederholte Maße, es hat ja sich verändert, es hat sich vor allem baulich zu einem Schmuckstück entwickelt. Aber welche Rolle spielt das für dich als Person, als Künstler, als Ort oder als Rückzug? Also, das ist eigentlich ziemlich simpel. Es gab immer wieder Künstler, die wollten, dass an einem bestimmten Ort im Besonderen nur ihr Werk zelebriert und gezeigt wird. Und da ist ein großes Vorbild für mich, auch in Richtung Gesamtkunstwerk, da werden wir vielleicht später mal reden,
sein Bayreuth sich selbst aufgebaut und wollte, dass dort seine Sachen mustergültig aufgeführt werden. Und ähnlich ist es bei mir. Ich habe eigentlich auf der ganzen Welt schon Aktionen gemacht. Aber mein Ziel ist, dass in Prinzendorf meine Aktionen ideal aufgeführt werden und auch, dass ich nicht von Zensurbehörden und solchen belästigt werde. Also wir haben ja einen Verein, da muss man Mitglied sein, das ist zwar nur eine Formalität, davor braucht sich niemand fürchten, aber wir sind eine homogene Gesellschaft und was ich in Prinzendorf mache, betrifft meine Gäste und nicht jene, die nicht kommen. Jene sind es eigentlich, die den größten Unfug anrichten gegenüber meiner Arbeit. Also jene, die nicht kommen, die sie nicht kennen und die eigentlich nicht wissen und nicht spüren, was ich mache. Also wie gesagt, in Prinzendorf, ich reduziere auch immer mehr meine Aktionen im Ausland. Ich möchte mich ganz auf Prinzendorf konzentrieren in der Zukunft. Und der Jüngste bin ich auch nicht mehr. Also ich darf meine Kraft nicht vergeuden. Ich möchte in Prinzendorf als Kunststätte des Herzens kommen, schauen. Oder sagen wir, als ereignetes Raum ausschließlich für mein Theater. Da schließe ich gleich eine weitere Frage von mir an. Du planst ja ein weiteres 6-Tage-Fest für 2014. Wie weit ist deine Planung, deine Konzeption, deine Regie fortgeschritten? Ich arbeite eigentlich bereits ständig dran. Meine Freunde, die Eingeweihten und die zukünftigen Mitwirkenden, wissen eigentlich darüber Bescheid. Und ich sage jetzt vielleicht auch noch etwas. Das Sechs-Tage-Spiel ist meine Hauptarbeit. Es gibt aber viele Fassungen. 1998 wurde eine bestimmte Fassung aufgeführt. Jetzt wird wieder eine bestimmte Fassung aufgeführt, die natürlich besser und konzentrierter sein soll. Vor allem wird die Musik eine noch größere Rolle spielen als bisher. Also, wie gesagt, wir arbeiten dran. Es braucht, wenn jetzt jemand mich fragt, wie er das erfährt, das wird man hundertprozentig überall erfahren. Es wird durch die Medien gehen und da ist noch genügend Zeit, sich dafür anzumelden, für die Teilnahme. Und kommen kann eigentlich jeder. Ich würde niemand zurückweisen. Ich sehe es so, dass ich oft wunderbare Mitwirkende habe und mit jenen Leuten, die kommen und zahlen sollten, also eigentlich durch ihre Karte die Spiele sponsern sollten, da sind wir bisher nicht überrannt worden. Aber es wird trotzdem alles so gebaut werden, dass sich jeder leisten kann. Und wenn man das im Verhältnis zu Rockkonzerten setzt, dann ist das zu machen, was wir finanziell verlangen. Ist das möglich? Also, ist es realistisch. Jetzt schließt eigentlich meine erste Frage an, weil das Leopold-Museum in Wien zeigt zurzeit noch deine Ausstellung zum Gesamtkunstwerk. Wie siehst du das? Ich meine, das Leopold-Museum ist ja eine zentrale Museumsinstitution in Österreich, die sich an und für sich mit der Kunst des beginnenden 19. Jahrhunderts im Wesentlichen auseinandersetzt und jetzt die Türen öffnet für dein Werk und dir die Möglichkeit und auch das, den Hintergrund gibt, deine Arbeit darzulegen. Also ich habe Schiene immer sehr verehrt. Ich würde sagen, ich habe mit ungefähr 15 Jahren
habe ich viele Sachen kennengelernt und so weiter und so weiter. Und das war für mich, und ich muss sagen, auch für meine Freunde damals in der grafischen Lehre und der Versuchsanstalt, ein großes Vorbild. Und ich kann mich erinnern, da war es ein Van Gogh-Film und dann war eine Van Gogh-Ausstellung im Oberbibliothek. Und da haben sie die Leute anstellen müssen, damit sie so langsam an diesen wunderbaren Dingen hineingegangen sind. Und oben war die Schiedesamt Kinder Gerstl. Und da ist keine Sau hinaufgegangen. Gott sei Dank hat sich so etwas geändert. Ich will das sagen, also Schiene und Kind, die in meiner Studienzeit nicht nur einheitlich bewundert worden sind. Vor allem ein Kind hat man wegen seiner Jugendgymnastikkeit eigentlich sehr beschimpft. Das Kleine hat gesagt, der Gütersloh, ja, Kind ist zwischen Impressionismus und Expressionismus unter die Regeln gekommen. Also, prima auch. Aber es hat eine Zeit gedauert, bis man diese, ich meine, der Kind, wer hätte sich das damals gedacht, aber gerade zu Kindslebzeiten, dass einmal dieses Athletebild, das hat für kurze Zeit, war es das teuerste Bild, das je versteigert worden ist, und damals ein wohl sehr guter Infamilie und Apollo, von Robbe immer. Das, ich würde fast sagen, also der Schiele ist immer berühmter geworden und abgewachsen mit der Bekanntheit meiner Arbeit. Und ich bin stolz darauf, dass ich in diesem Museum, ich habe darstellen dürfen. Ich war ja überhaupt. Dieser modische Spruch, wir brauchen keine Museen mehr oder was, das ist ein vollkommener Unsinn. Ich bin auch mit meiner Arbeit, ich mache es auch immer auf die Straße gegangen, aber deshalb habe ich gesagt, dass ich kein Museum brauche. Und ich finde es auch richtig, dass auch der Aktionismus museal aufgearbeitet wird. Und wie gesagt, ich habe dann. Da bin ich dann eh auch von der Presse verrissen worden. Ich habe gesagt, ich kehre quasi heim in den Vatikan. Dort auszustellen, wo der Schiene und der Kind ausstellen dürfen und wo die ausstellen, also, das ist eine Ehre. Das kann man nicht einmal das Moderatmuseum. Aber ich bin bitte kein Patriot, lieber. Ja, ich sehe das als Schätzung. Also, darf ich jetzt noch kurz zu unserer Ausstellung. Also, wir sind sehr stolz und sehr glücklich, dass wir erstmalig die 12 Schüttbilder zum Levitikus-Projekt zeigen dürfen, zusammen mit dem Buch zu Levitikus, dem dritten Buch Moses, mit einem 12 Diagrafien. Und was. Wie kam diese Auseinandersetzung mit dem Judaismus, wie kam dieses Projekt zustande? Was hat dich an dem so fasziniert, dass der großartige Werke entstanden sind? Ich habe mich im Zusammenhang mit meinem Orgelmysterium-Theater immer mit Kulten und mit Mythen und ich würde sagen auch mit sadom- und masochistischen Elementen beschäftigt. Also da ist auch die Sache des Kreuzes oder die Gegebenheiten im Alten Testament. Das ist alles sehr wichtig und hat viel mit Blut zu tun, mit diesem Lebenssaft und Todessaft. Und ich habe als ungefähr 20-Jähriger habe ich mich schon mit den mit diesen jüdischen Opferkulten beschäftigt. Und da ist jetzt eines, hoffentlich, aber das soll bitte ja nicht desillusionieren. Ich
möchte gar nicht so sehr von der Bedeutung des Blutes, von der Sicht des jeweiligen Gläubigen sehen. Mich faszinieren diese Kultformen wegen ihres unglaublich großartigen, sinnlichen Reichtums. Und ich habe also gerade diese jüdischen Opferrituale so bewundert, weil sie eine großartige Dichtung sind. Darum war es glaubt und wie man das sieht. Aber das ist alles, wer sinnlich empfinden kann, wer immer Künstler ist, sieht, dass in diesen Kulten, die alle mit Lupas zu tun haben, ein unglaublich poetischer und sinnlicher Reichtum liegt. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die mit dieser Örtlichkeit oder mit uns zu tun hat. Wir sind sehr dankbar, dass wir nun mehr die dritte Ausstellung in der Galerie und die großartige Ausstellung mit der Sammlung Maurer seinerzeit in Forschung Innsbruck machen dürfen. Aber gibt es für dich einen Bezug freundschaftlicher Art oder anderer Art zu meiner Heimat Innsbruck, Tirol? Du bist auch gekommen, was für uns natürlich eine außerordentliche Auszeichnung ist. Und Innsbruck ist ja kein Kunstort in dem Sinne. Na ja, da muss ich schon auch von Pionierleistungen reden, die hier gemacht worden sind. Ich habe viel mit der Galerie zusammengelebt, habe viele, also auch exzessive Feste hier gefeiert und habe doch mehr oder weniger nicht wenig in Tirol gemacht, bin immer gern hierher gefahren. Und dann ist jetzt noch was, ich rieche halt in Tirol die Nähe von Italien. Ich bin natürlich sehr gern auch durch Tirol durchgefahren. Zu wissen, könnte in ein paar Stunden schon in einem italienischen Wirtshaus. In Aselhofen, ja. Und dann ist wissen, ich habe in Neapel am Museum dort. Sieht man meine Arbeit vielleicht durchaus mit der Mentalität der Neapolitaner, die sich mit dem Blut beschäftigen und in den Caravaggio vergönnt werden und so. Und, aber wie gesagt, ja, das ist ein Film. Ich sehe Innsbruck schon noch unter dem Aspekt Italien. Aber wie gesagt, ich war gern und ich habe gerne hier immer was gemacht. In irgendeinem berühmten Gasthaus hier habe ich einen 3 Stunden langen Vortrag über mein Organisterbe gehalten. Also ich war eigentlich immer wieder da. Dann habe ich in München gelebt. Und da war München, Innsbruck. Ja, ist ja. Und Innsbruck. Schön. Ich danke dir vielmals für die Gespräch mit mir. Ich möchte noch gerne unseren Besuchern, falls Fragen sind, Gelegenheit geben, die jetzt zu stellen. Vielleicht gibt es solche oder hat sich alles durch unser Gespräch erschöpft? Also wenn sich jemand traut, mich zu fragen, ich ärgere mich nur, wenn man durch Reden, dass man irgendwo anders abmachen kann, unsere Ausführungen stört. Aber sonst, wenn mich jemand die dümmste Frage fragt, wobei das sogar relativ ist, oft sind die dümmsten Fragen am tiefsten. Wer sie traut, soll mich fragen. Ja, ich trau mich. Ja. Sind Sie, wenn Sie Ihre Kunst machen, sagen wir so, in einem Trance-Zustand oder absolut hell und wach, so wie man normale Arbeit macht? Ja, das wäre eine Sache da. Psychologie und der Wissenschaft, dass man jetzt genau eingreift, was ist Trance, was ist nicht Trance und wie ich glaube schon, dass wenn ich vor allem bei der Aktionsmalerei, wenn ich male, bin ich in einem intensiven Erregungszustand, der sich registriert und dann ist es ja so, es ist ja ein
intensiver Zustand registriert sich und erfährt eine andere Bewusstheit als die normale. Es gibt eine rationale Bewusstheit, wo man etwas ausrechnet, aber dann gibt es eine Bewusstheit eines Zustandes, die Bewusstheit der Qualität eines Zustandes. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ist es mir wurscht, ob ich da in Trance bin oder in kalter Überlegung. Ich spüre sehr stark, dass ich bin. Dankeschön. Bitte. Ich hätte noch eine Frage. Was für einen Unterschied nehmen Sie wahr bei den Teilnehmern Ihrer Orgien- und Mysterientheater im Vergleich zu anderen religiösen oder staatlichen großen Ritualen? Also, schauen Sie, ich mache natürlich jetzt Reklam für meine Arbeit oder so, bitte gar nicht vordergründig verstanden sein. Das ist immer wieder kommen die Akteure, die oft in diesen vier Wochen mit mir vorher zusammen arbeiten, die sagen mir dann, ja, das sei das intensivste Erlebnis ihres Lebens gewesen. Ich möchte die Leute erziehen zum sinnlich intensiven Empfinden. Und wenn ich in die Nähe dessen komme und durch meine Arbeit etwas erreiche, dann bin ich sehr froh. Und an die Leute, denen ekelt oder die glauben, das ist Menschen- und Sittenverderben, was ich mache, die kommen eh nicht. Ich denke, die sollen auch werden. Ich wünsche es mir nicht. Ja, das war von der Kürze ein. Oder Lian zum Beispiel, kann mich erinnern, und viele meiner Mitstreiter, also meiner Akteure, wir haben, also ich weiß noch, ich habe nach dem freien Tag gespielt, habe ich drei Tage aber gar nichts geträumt. Und dann habe ich 14 Tage Farbe geträumt. Und ich habe dann meine Mitakteure gefragt, die haben auch Farbe geträumt. Also irgendwas passiert da schon. Und ist da auch ein Gemeinschaftsgefühl bei den Beteiligten, auch über diese Rituale hinaus? Ich würde sagen, durchaus, schon bei den Proben, da haben wir so eigentlich österlich abgeschlossen, da wird intensiv geprobt, nach genau Zeiten, dann später mit dem Orchester und so, und abends wird dann getrunken, während der Proben habe ich nicht gerne. Das ist kein Verbot, aber zu finden war gemacht, oder da haben wir genug andere zu tun. Und abends sitzen wir dann eben bis Mitternachts, so es unsere Kräfte erlauben, beisammen und dann wird getrunken. Und dann würde ich jetzt sagen, der wird dann auch gepflegt. Nicht versammelt, er wird gepflegt. Und dann ist eines, dieses Sechstagespiel soll ja eben eine Anweisung zum konzentrierten Leben sein, eine Lehre. Und dann kommen die Leute in den Sonntag. Ne? Der Sonntag ist dann am Schluss aus. Dann werden sie ins Leben entlassen. Und ich würde mir dann wünschen, dass eigentlich das ganze Leben bis zu einem gewissen Grad durch das, was wir da gelernt haben, ritualisiert wird und erst recht zum Fest wird. Weitere Fragen? Ich hätte eine Frage. Gibt es Bilder von Ihnen selbst, die Sie nicht mögen? Bitte? Haben Sie Bilder von sich selbst, die Sie nicht mögen? Bilder von mir selbst, bei von der Feuerbewerbung. Aber sie stellen meistens nicht auf. Gut. Ich bedanke mich für deine Auskunftsbereitschaft und für deine Geduld mit mir und mit dem Publikum.
den Damen und Herren darf ich noch einen angeregten Abend wünschen. Und wenn jemand vielleicht sich zu große Scheu, um die Frage öffentlich zu stellen, aber Nitsch wird sicher gerne im Privatgespräch oder auch ich beantworten. Danke, so freut mich.